reduziert, nur noch 0,85% gerade. Auch hier ein ähnliches Bild. Wir haben das Jahreshoch erst vor kurzem aufgestellt, sogar hier im Juli. 95,86 Euro. Seitdem wird nach unten abgeprallt. Eigentlich sagt man immer so Allzeithochs, Jahreshochs sind immer charttechnisch ein gutes Kaufargument. In dem Fall war es aber nicht so. In dem Fall haben wir einen Top gebildet und sind nach unten wieder abgeprallt. Der Aufwärtstrend seit Mitte Mai, der bleibt aber gerade noch intakt. Der wird aber gerade angetestet heute mit diesen Rücksetzern nochmal. Die 200-Tage-Linie ist noch weit entfernt. Da droht also noch kein Ungemach im Vergleich zu Volkswagen, haben wir gerade gesehen. Da hat man nämlich ja schon die 200-Tage-Linie nach unten hin geschnitten. Wir haben im März gute Absatzzahlen gesehen, darum mit dieser kräftige Kursanstieg auch. Da war also fundamental alles okay. Das letzte Kaufsignal würde ich Ihnen ganz gerne zeigen, aber da müssen wir weit, weit zurückgehen. Ja. Vor einem Jahr, gerade noch im Eck, ich weiß gar nicht, ob Sie es erkennen können, da hat man die 200-Tage-Linie nach oben hin geschnitten. Das war im Bereich von knapp unter 70 Euro, seitdem die Aktie kräftig zugelegt. Also der Aufwärtstrend auch noch langfristig intakt und kurzfristig auch, mittelfristig besser gesagt. Jetzt schauen wir nochmal hier drauf. Das ist das, was wir gerade noch, dieser Ausschnitt, das war den wir gerade noch kurz unten links im Bild gesehen haben. Da haben wir quasi das letzte Kaufsignal hier generiert, knapp unter der 70-Euro-Marke, wie gesagt. Wir hatten hier lange diese Seitwärtsrange, aus der wir nicht ausbrechen konnten. Dann hat man mal dieses Top gebildet, aber anstatt dass neuer Schwung in die Aktie kam, ist man wieder nach unten abgerauscht. Befindet sich jetzt gerade wieder in dieser Seitwärtsrange, gleitet gerade wieder genau darin hinein. Deswegen auch wäre es da eigentlich wichtig, wenn diese Marke hier von rund 93,30 Euro ungefähr halten könnte, dass man eben nicht wieder in diese Seitwärtsrange hier zurückfällt. Das wäre schon recht wichtig eigentlich für die Aktie von BMW. Dann schauen wir auf E.ON. Die Versorger waren in den letzten Wochen und Monaten schon gefragt und E.ON kann sich auch heute hier gegen das Marktumfeld stemmen. Und das, obwohl es gestern ja eine Studie gab, die besagt, dass die Versorger das Vertrauen verspielen bei Anlegern und auch bei den Kunden teilweise. Die Handelswoche lief bisher nicht sehr gut. Im Gegenteil, Freitag früh noch den Höchststand markiert in der Handelswoche bei ca. 5.